Hallo, mein Name ist Stefan Meinecke und ich möchte in diesem Video mal über meine Paraguay-Erfahrung berichten. Seit einiger Zeit mache ich mir Gedanken, wie ich mich finanziell absichern kann. Gerade das Problem, dass die Inflation in Deutschland die Kaufkraft meines Geldes reduziert. Hier wäre es sinnvoll, in Sachwerte zu investieren. Immobilien wäre da eine gute Idee. Das Problem ist bloß, dass aufgrund der niedrigen Zinsen die Immobilienpreise so dermaßen in die Höhe gegangen sind, dass eine Investition hier meistens wenig sinnvoll ist. Eine andere Alternative wäre es, in Land zu investieren, Ackerland zu kaufen, Wald zu kaufen. Das Problem ist bloß, meistens bekommt man es gar nicht oder die Preise sind so dermaßen hoch, dass eine Rendite von um die 2% höchstens herausspringt. Dann ist es noch so, dass mir das Sozialsystem in Deutschland Sorge bereitet, werde ich später noch eine Rente bekommen. Und das Flüchtlingsthema, was Sie alle kennen, macht mir auch Sorgen. So habe ich dann geschaut, gibt es Investitionsmöglichkeiten in anderen Ländern, gerade unter dem Hintergrund, später vielleicht in dieses Land auszuwandern, dass ich jetzt investiere, mir eine Lebensgrundlage dort schaffe, um später von meiner jetzigen Investition dort leben zu können. Ich bin dann auf Paraguay in Südamerika aufmerksam geworden und die Möglichkeiten, die dieses Land bietet. Was sehr interessant ist in Paraguay, dass mehr Holz verbraucht wird, wie nachgepflanzt wird. Da wäre eine Investition in Aufforstung interessant, was wiederum auch positiv wäre, was Arbeitsplätze schaffen würde. Und das Klima ist wirklich für eine Anpflanzung sehr gut. Es ist so, dass wir hier über 300 Sonnentage haben, doppelt so viel Niederschlag wie in Deutschland. Alles wächst hier sehr schnell. Das Problem ist nun, ich bin noch in Deutschland, muss dort Geld verdienen. Und für mich ist es beinahe unmöglich gewesen, hier die Anpflanzung vor Ort zu regeln, die ganze Pflege der Bäume, die Vermarktung, alles was damit zu tun hat. Ich bin dann bei meinem Besuch in Paraguay irgendwann auf Francisco Bauer und seine Dienstleistung aufmerksam geworden. Sein Angebot, seine Landeskenntnisse, seine Muttersprachler sowohl in Guarani, Spanisch als auch Deutsch und seine Kompetenz hat mich da einfach dann überzeugt, sein Angebot in Anspruch zu nehmen. Und ich bin jetzt sehr froh, dass ich einen kompetenten Partner habe, der, während ich in Deutschland bin, meine ganzen Angelegenheiten hier vor Ort regelt. Es ist so, dass Eukalyptus 4- bis 5-mal so schnell wachsen wie Kiefer oder Buche in Deutschland aufgrund des warmen Klimas. Doppelt so viel Niederschlag. Wir haben hier um die 1600 mm pro Jahr relativ gleichmäßig verteilt. Und es ist halt ständig schön warm. Und somit ist eine Rendite von um die 8% erzielbar, sowie auch eine Wertsteigerung des Grundstücks in der Zukunft in Sicht. Weitere Informationen zu Francisco Bauer und seine Dienstleistungen in Paraguay findet man unter paraguay-immobilien.net.